Hallo zusammen, willkommen zu diesem Capstone-Videozyklus. Mein Name ist Freddy Wittwer und ich möchte euch im Hinblick auf eure Reifeprüfung im Bereich WS1 rund um die beschreibende Statistik etwas unterstützen. Hierfür habe ich 4 Videos gedreht, welche die 4 Grundkompetenzbereiche abdecken. Damit ihr diesen Videos besser folgen könnt, sollten jedoch gewisse Vorkenntnisse mitgebracht werden. Erstens, der Grundkompetenzenkatalog im Bereich WS1 sollte bekannt sein, inklusive aller wichtigen Anmerkungen. Schaut euch diese bitte gut an. Zweitens, die wichtigsten Darstellungsmöglichkeiten, welche in den Anmerkungen von WS1.1 angeführt sind, sollten bereits bekannt sein. Drittens, die gängigsten statistischen Kennzahlen, welche in WS1.3 verwendet werden, sollte man ebenfalls bereits kennen. Und viertens, der Taschenrechner als Hilfsmittel in Bezug auf beschreibende Statistik sollte im Wesentlichen verwendet werden können. Lernt mit diesem Gerät umzugehen, es kann euch wirklich helfen. Was sind nun die Ziele dieser Videoreihe? Erstens, man sollte eine bessere Herangehensweise beim Lesen, Erstellen und Interpretieren spezieller statistischer Darstellungsmöglichkeiten erreichen. Zweitens, es soll eine Festigung des Verständnisses für die statistischen Kennzahlen erreicht werden. Dies ist wirklich wichtig. Und drittens, einfache persönliche Taktiken für Beispiele im Bereich der Grundkompetenz WS1 sollen gefunden werden. Danke für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß bei meiner Videoreihe.